Dobri den. Ja, dobri den auch von mir. Hallo an alle, die uns immer noch treu geblieben sind. Mit unserer Sprachenwoche natürlich einen kulturellen Beitrag zu den verschiedensten... Das war Russisch. Genau, zu den verschiedensten Sprachen der Welt. Tuku-Gleiter im Urwaldparadies. Oh, das. Oh Gott. Ich bin froh, dass ich das... Obwohl, das geht noch. Später gibt es davon noch eine, die es richtig fließt. Was soll das? Kombinier's. Yes! Ich finde es halt unangenehm, tut mir leid. Pack dich mal an die eigene Nase. Und jetzt? Ja, natürlich. Ich will fliegen. Oh mein Gott. Ach so, das ist genauso wie der Ball eigentlich von der Steuerung, ne? Muss nach vorne halten. Ach so. Das ist ziemlich ätzend, muss ich sagen. Bin mal gespannt, wie sehr ich es nicht schaffe und du. Ich habe dafür kein Talent, ehrlich nicht. Ich hab vor allen Dingen jetzt schon wieder die Steuerung ein bisschen vergessen. Muss ich die ganzen Ballons holen? Und familiäre Klänge ertönen. Müsste ich die Tore fliegen? Ja. Schande. Ich glaube irgendwie, wenn du alle Ballons kriegst, taucht die Kometenmünze auf oder irgendwie sowas. Oh. Wie kann ich denn schneller werden? Oder es gibt einen extra Stern, das kann auch sein. Ich glaube nicht. Ich will nicht sagen, dass ich es schlecht finde, aber eine normale Steuerung wäre mir lieber. Ja. Also wie fast bei allen solchen Sachen, die mit Motion Controls gesteuert werden. Also liebe Spieleentwickler, falls irgendwelche zukommen. Natürlich, bestimmt. Ja, zuhauf. Auf jeden Fall. Stimmt von dem Spiel. Wenn ihr ein Spiel machen wollt und fragt euch, ob ihr normale Steuerung oder Motion Controls machen sollt, macht eine normale Steuerung. Nein, macht die Motion Controls. Ich liebe Motion Controls. Niemand. Wir sind so punktuell und ungenau. Guck mal da. Oh. So, weiter geht's. Was ist das auf dem Boden überhaupt? So was wie Brot. Schokolade? So. Nimm den Powerstern. Beeindruckend, Brak. Zählt das als Galaxie? Bitte nicht, oder? Dann mach noch was. Dankeschön. Und damit bin ich sehr unzufrieden. Ich wusste, dass es die Mission ist, aber ich denke mal, der ist mehr oder minder geschenkt, der Stern. Der ist nicht wirklich schwierig. Dauert leider ein bisschen länger, aber ich möchte lieber ein richtiges Level spielen. 15, ne? Ich würde mal echt gerne die Parallelen sehen zu dem Let's Play und zu dem Galaxy 1, was jetzt echt schneller ist. Ich glaube, das ist ungefähr gleich schnell, oder? Ich glaube, sogar Galaxy 1 war schneller. Ja, weil man glaube ich ja. Oh, und Sachen, was er kann. Okay. Jetzt hat sich irgendwas in der Wolkengalaxie getan. Ja. Die ich sogar sehr, sehr schätze, diese Galaxie. Soll ich mal dahin rauschen? Ich hätte auch die Weltkarte nehmen können. Das wäre, glaube ich, deutlich schneller. Da ist sie. Das ist ein Rennen, glaube ich, mit denen. Ne? Egal, mache ich das. Also wie ihr seht, durch den Storyverlauf passieren andere Sachen und dadurch könnt ihr nochmal später in den Leveln neue Sterne holen. Finde ich gut. Das ist eine nette Idee. Wird nicht so gezwungen, sondern eher so, hey, wenn du Bock hast. Oh, die ist schwierig. Die ist verdammt schwierig. Ich dachte echt, das wäre einfach nur ein Rennen. Nee, das ist schwierig. Du musst Münzen sammeln oder so, ne? Du musst in einer bestimmten Zeit irgendwie alle, oder alle irgendwie ohne auf dem Boden zu landen, alle Gegner töten. Wie ohne auf dem Boden? Nee, das geht gar nicht. Auf jeden Fall musst du auch... Guck mal, was er sagt. Das ist ein Highscore.
Das ist schwer, das ist sehr schwer. Also die fand ich sehr schwierig, die Mission. Ich wollte sie echt. Nicht? Doch, ich wollte sie machen. Versuch's ein paar Mal, aber sie ist schwierig. Oh, beginnt ja schon sehr glorreich. Du musst alles perfekt. Wenn du genau Low machst, genau. Dann hast du mehr Punkte. Und die Münzen geben auch noch Punkte. Okay, das ist seltsam. Boah, ein Zehntel hast du schon mal. Ein Zehntel? Ja, jetzt hast du 20%. Fast. Die Mission mag ich gar nicht. Nee. Die ist doof. Macht auch keinen Spaß. Weil ich hab sie. Ich glaube, ich hab sie an die 20 Mal versucht, bis ich geschafft habe. Ich glaube, das gibt es später nochmal und dann ist es richtig extrem schwierig. Und es gibt noch eine mit Yoshi irgendwie, wo man ganz schnell ganz viele Sachen fressen muss oder so. Starbits geben auch Punkte. Echt? Ja. Mist! Ich mach nichts falsch, aber es ist sehr schwierig, auf den zu landen. Ich weiß. Das ist jetzt über die Hälfte. Map. Nein! Lass mich raten, wenn du es nicht schaffst, verlierst du ein Leben. Bestimmt. Was mache ich? Doch, das schaffst du aber locker ohne Mist. Also beim nächsten Mal. Mist. Du hattest es schon fast und du bist am Anfang irgendwie 10-mal am Gegner hängen geblieben oder so. Also 2-mal. Was soll das? Ja, warum sterbe ich davon? Ich schaffe es jetzt auf jeden Fall. Hoffe ich. Mist. Ich bin glaube ich auch ein bisschen zu fanatisch dafür. Also Leute, ich bin nicht extrem schlecht in der Mission, sie ist schwieriger. Also wie so fanatisch? Weiß ich nicht. Hört sich cool an. Das hatte ich auch gestern einmal. Sehr seltsam das. Yes. Ich weiß gar nicht, ob es sich lohnt, die Münzen einzusammeln, weil durch Gegner kriegst du eigentlich mehr Punkte. Ich glaube, beides ist wichtig. Das ist, glaube ich, so eine Kombination aus allem Möglichen. Aber in der Zeit, wo du die Münzen einsammelst, könntest du quasi schon zum nächsten Gegner rennen. Naja, ein Gegner gibt nur 100, ne? Ja, aber wenn du Rose machst bei den Gegnern, kriegst du ja mehr Punkte pro Gegner. Wenn du zwei hintereinander machst, kriegst du 200. Wenn dann noch einer, dann kriegst du für den 300. Die Münzen geben auch 100, das ist nicht zu verachten. Ja. Das war gut. Ja, das auf Gegner springen ist irgendwie in einem Spiel etwas ungenau. Ja, aber es liegt ja an 3D. Also es liegt nicht wirklich daran. Also man kann es nicht gut machen in 3D. Mist! Das ist schwer, glaubst du mir. Zwei Gegner killen hätte gereicht. Nee, es sieht einfach aus. Aber ich habe jetzt eine gute Taktik. Ich glaube, jetzt schaffe ich's. Das war lustig beim Let's Play zu gucken. Das hat auch so ein bisschen Spannung. Schafft er es nicht? Werde ich es ja jetzt vielleicht doch? Ja, das war gut. So muss das.
eben 2000 gemacht und jetzt kannst du noch die Münzen werden sammeln. Oder auch nicht. Aber 2500 für die ersten 5 Gegner. Ja, war mehr, aber. Zack, 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 zack. Die nehme ich auch mit. Gibt ja auch Punkte. Aber nicht viele. Trotzdem, besser das als gar keine. Nö, gar keine ist besser. Findest du echt? Ja. Die Gummis sind nervig, weil die rennen. Ja. Also, die kann man sehr schlecht einschätzen. Die anderen Booster sind nett, die bleiben einfach stehen und warten darauf, dass sie getötet werden. Zelda-Gegner. Die sehen so ein bisschen aus wie Octorox. Ja, sie wissen so aus für mich. Haben auch die gleiche Fähigkeit irgendwie zu nerven. Durch ihre Geschosse. Also, irgendwie schon. Ich glaube, es reicht wieder nicht. Kommt drauf an, wie jetzt der Low ist. Das ist ziemlich gut. Ich soll die Münzen einschlagen. Ich hab's geschafft. Und hast schon liegen gesammelt. Muss ich jetzt noch zurück zu dem? Nein. Stimmt. So wie ich dieses Spiel kenne. Keine Frage. Der ist doch, glaube ich, gar nicht da, oder? Doch. Doch, was denn? Nein. Das habe ich nicht gewusst. Ich dachte, wir müssen noch mit dem Zeitlimit zurückgehen. Ja, ich würde mal sagen, dritter Anlauf, 1630 Punkte. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Ja, solide Leistung von mir, die hoffentlich jetzt gekrönt wird. Immer wenn ich das sage, verkackst du es, ne? Ich sollte es, glaube ich, lassen. Weißt du, im Bowser-Level, ey, du bist voll gut, dass ich immer Energie verloren. Schon wieder sind 12 Minuten rum, Leute. Du meinst, es tut uns leid. Immer wenn du mich verfluchst, kriegst du von irgendjemand auf die Fresse. Wenn ich's mit meinem Ritual mache, ja. Ich glaube, das stimmt echt so. Immer wenn du mich verfluchst, dann kriegst du einen auf die Fresse von mir. Yay, eine Liste. Das war jetzt wieder irgendwie so ein bisschen offensichtlich. Was? Oh, scheiße. Du mein Idiot. Ey. Wieso ist das falsche Ende auch oben? Was soll ich tun? Alter, sag mal. Die ist unten aufgeplatzt. Ich hab die ja nicht. Sollen wir das Video unterbrechen? Nein. Wir sind bei 13 Minuten. Gut, dann ab zur nächsten Bowserburg. Bowsers Lava Imperium. Ich versuche, in das Waschbecken zu kommen. Kann ich es ausschütten? Bis gleich. Oh, Müll einmal nicht auf. Heiß, Bowsers neuestes Spielzeug. Bin mal gespannt. Wow. Scheiße. Level sieht fies aus. Oh, Mist. Cool. Arsch hier. Was ist das denn? Geil. Bowserburg? Ja. Die kaufe ich mir nie wieder. Nina ist ein bisschen im Hintergrund rumgeraged. Ja. Muss auch mal sein. Ey. So. Genau. Genau das wollte ich nicht. Davon. Hallo. Danke. Ja, ich gedacht, dass die Schokolade schmeckt wie 10 Jahre alt Schokolade, ich bin nicht drauf. Ja, und es rumbröselt wie 20 Jahre alt. Boah, die Mucke ist epic. Schaut's! Boah, ich hab eine perfekte Möglichkeit gefunden, nicht zu kriegen. Hallo, guck mal! Geil, oder? Ich finde, die ist echt scheiß konstruiert, muss ich sagen.
Weil eigentlich sollst du Schokolade nur Riegel haben. Oder? Naja. Alter. Ich kann machen, was ich will. Du fällst aber auch extrem rum. Hm. Ich weiß, du machst das extra. Ja. Ja, wie geil. Ja, das ist echt cool. Gab's gar nicht im zweiten Teil. Ja, ja. Essen. Machen sogar die N64-Sounds. Ja, ja. Das ist geil. Voll nostalgisch. Ja. Die Dinger sind lustig. Ja, die sind richtig geil. Bern! Hä? Ah. Wow! Oh nein! Ich dachte, ich wäre jetzt schon durch. Das ist ja erst die Hälfte. Ja. War mal ein Instant-Kill, ne? Boah. Oh, geil. Das ist voll 2D-mäßig, grad. Ja, Mario World-Style. Ja. Es orientiert sich auch irgendwie ein bisschen an World. Ja, ne? Was ich gut finde, bei World war man mal übrigens 2D-Teil. Echt? Meine ich hätte gedacht, da kommen Feuerbälle raus, aber von was? Das ist sehr geil. Was oh, Hammer Bros. In 3D. Auch war das erste auch Mal. Schon einer. Ja, ist hier das erste Mal. In dem Spiel. Nein, da war eben schon mal einer. In dem Spiel. Nein, meine, da war eben schon mal einer. Galaxy 1 gibt's keine. Verstehst du mich jetzt? Bamsen! Cool gemacht. Ich mag diese Bälle. Direkt in ein schwarzes Loch. Ich hoffe, du schaffst es in der Zeit. Hoffe ich auch, aber es dauert nicht so lange, ne? Ja. Wie riesig der ist, ne? Ja, ja. Wie gelangweilt. Du Platt, dass wir anfangen kuchen. Echt nötig, dieses Video. Und doch. Scheint ein der Bowser-Kampf ist besser gemacht als der erste. Vergessen, was du machen musst. Mann. Aber im Moment kann ich noch nichts machen. Was soll ausweichen, oder? Nein, doch, kann ich schon. Echt? Mhm. Sah ja, das. Ja. Das war ja, aber ich musste ja erstmal ein bisschen auftauchen. Hier dann wieder nehmen. Und dann schaffe ich es wohl nicht mehr in der Zeit. Das hat gerade irgendwie was Zelda-mäßiges mit der Musik. Das ist irgendwie so ein bisschen Zelda-mäßig. Auch ein bisschen Mario Galaxy-mäßig. Nein! Stimmt eigentlich, hast du recht. Hm, ich schaffe es nicht in der Zeit. Du hast das zuerst gesagt. Ich habe gesagt, schaffst du das noch in der Zeit? Das war eine Frage. Ja, aber ist noch nicht fertig. Und wir sind bei 19 Minuten 16. Und danach kommt noch ein Video und Dialog und. Ja, dann machst du halt gleich, wenn du den letzten Stoß verpasst, mach mir eine Pause. Ja, was? Bevor das Video kommt am besten. Du kannst einfach Home drücken. Oh nein, er hat ihn zerschmettert. Also, ich finde den Kampf geil gemacht. Ja, ehrlich, das ist schön gemacht. Eine geile, eine richtig schöne Idee. Ne? Ja, irgendwie schon. Habe ich auch nicht eigentlich so gedacht, dreimal. Der geht schon richtig ab. Für den ersten Bowser-Kampf fies. Frag mich, wie der zweite aussieht oder so. Ich kann mich gerade gar nicht mehr erinnern. Also an das Prinzip, wie man ihn besiegt, kann ich mich erinnern, aber an die Begegnung nicht mehr. Bam!
das war's. Oh. Du bist kleiner geworden. Ja. Ja, dann machen wir hier mal eine Pause. Das ist gemein, aber bis zum nächsten Mal. Tschüss.